Die Eintracht steht sensationell im Europa-League-Finale. Die Spieler können sich zu Legenden machen. Eine Legende, eine ehemalige Eintracht-Spieler-Legende, Uwe Bein, treffe ich gleich. Ich fahre mit diesem Fahrzeug, mit dem Hyundai Ioniq 5, gleich voll elektrisch zum Stadion nach Mainz. Er wird dort das Auswärtsspiel seiner Eintracht sehen. Und bis er kommt, lade ich das Fahrzeug. Das geht ziemlich schnell. Das ist nämlich eine ziemliche Legende an der Ladestation. In nur 5 Minuten 100 Kilometer und die reichen locker bis Mainz. Grüß dich, Uwe. Servus. Freue mich sehr. Hi. Dann würde ich sagen, alles fit? Jawohl. Ich habe jetzt die große Ehre, dich voll elektrisch nach Mainz zu bringen zum Auswärtsspiel deiner Eintracht. Da bin ich mal gespannt. Dann packen wir's. Gib Gas. So, Uwe, was macht das mit dir? Deine Eintracht steht sensationell im Europa-League-Finale. Was geht einem da durch den Kopf? Ja, da geht einem vieles durch den Kopf. Selber habe ich ja auch schon mal im Europapokalfinale gestanden, im UEFA Cup, damals mit dem 1. FC Köln gegen Real Madrid. Ja, und man weiß natürlich als Spieler, was das gerade für jeden Spieler bedeutet. Und ist natürlich jetzt für unseren Verein ja, das Mega-Erlebnis, Ereignis schlechthin. Der Spirit damals, kann man den im 90er-Team vergleichen mit dem aktuellen Spirit bei der Eintracht? Nein, ich glaube nicht. Das, was da jetzt im Moment in unserem Verein passiert oder passiert ist, in dieser Saison mit diesen Euroleague-Spielen und mal herausgenommen Barcelona, das sind einmalige Geschichten. Und weißt du was, Uwe? Du bist ja leidenschaftlicher Autofahrer auch. Ja, und du fährst ziemlich langsam. Und ich fahre ziemlich langsam. Und mit dem Ioniq 5 kann man auch ziemlich Gas geben. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln mal. Ich glaube, dann kommen wir insgesamt besser an in Mainz. Du fährst sicher, aber du kennst dich halt hier nicht aus. Ich habe hier ein bisschen mehr Kenntnisse, ja, das stimmt. Sehr gut. Immer die Locals fahren lassen. Genau das machen wir jetzt. Damit du was zu sagen hast, wenn ich mich verfahre. Jawohl. Und wie einst bei deinen tödlichen Pässen, traumwandlerisch sicher, auch im Ioniq 5. Oh, das Auto bietet sich ja an, so zu fahren, gell? Ja. Sehr entspannt zu fahren. Ja. Uwe, heute werden Spieler ganz, ganz früh gescoutet, zum Teil als Jugendliche oder Kinder verpflichtet von großen Vereinen. Wie war das bei dir? Wer hat dich entdeckt? Das ist eine gute Geschichte. Erstmal habe ich mit 14 gesagt, ich will Fußballprofi werden. Bin ein bisschen belächelt worden so von meinem Freundeskreis und so weiter. Ja, und da gab es einen Vater von einem Spieler, der war zwei Jahre jünger. Der hat in Offenbach angerufen und hat einen Freund von mir und mich zum Probetraining eingeladen, mehr oder weniger. Und nach einer Stunde Training beim Hermann Huber hat der Hermann damals gesagt, ihr beiden, ihr könnt zu uns kommen, wir wollen euch. Und so bin ich in Offenbach gelandet. Wahnsinn, Wahnsinn, ich liebe die Geschichte. Ja, Uwe, jetzt fährst du schon eine Weile mit dem Fahrzeug, mit dem Hyundai Ioniq 5. Wir haben es gerade gesehen, laden ging super schnell. Was ist dein Fazit? Ein sehr gutes Fahrkomfort, muss ich sagen. Und man kann auch mal schnell beschleunigen, er geht ganz schön ab. Ja, lässt sich einfach sehr schön fahren. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Viel Spaß beim Spiel. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt hier mit dem Hyundai Ioniq 5. Ja, war eine schöne Geschichte. Viel Erfolg. Ich wünsche euch, dass ihr den Pott holt. Danke.